Hallo und herzlich willkommen zu diesem Let's Play Formel 1. Nach einer langen Pause geht es weiter mit Markus und ich. Guten Abend. Er Vor allem fährt mit mit ich. Lenkrad. Jo Leute, ihr dürft jetzt nichts von mir erwarten, aber ich fahre mit Lenkrad. Das erste Mal. Das erste Mal, sein erstes Mal. Oh, von daher kann es nur schief gehen. Und ich habe so vermisst, Formel 1 zu spielen. Formel 1 ist so was mir richtig Geiles. Oh, Singapur. Singapur. Singapur war heftig, oder? Ein stabiles Augenniveau ist Top Speed, Scheiße, ich glaube Abstiegswerten. Singapur war richtig heftig. Ich lasse mal in der Mitte das Setup. Ich glaube Singapur war übel. Ich nehme das mal. Ich bin eins nach links gegangen. Es war wahrscheinlich sogar eine gute Entscheidung, vermute ich mal. Okay. So. Bin mal gespannt, wie das ganze Spiel so wie läuft und so. Oh, ich spüre jetzt schon das Force Feedback, Alter. Ach du Scheiße, an die Bremse muss man sich übel gewöhnen. Oh Gott, Alter. Was für eine Kurve. Ich weiß gar nicht, wo ich Kurs gebe. Das kann ich auch nicht sagen. Ach, da gebe ich Kurs, okay. Jetzt bin ich behindert gemacht, aber egal. Oh, die hat's in sich, die Strecke. Oh ja, erste Strecke mit Lenkrad, Alter. Na gute Nacht, aber. Wird nicht lang gut gehen. Bam. Ich glaube, du bist mit Lenkrad wohl besser als ich jetzt gerade fahre. Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich mach zwar keine Unfälle oder so, ich bin halt einfach langsam. Oh Gott. Ja, ich mach alles Zerstörung und so. Alter, wie lang ist denn diese Runde? Oh, da ist jemand im Ziel. Tatsächlich! Vor dir. Krass. Ja, ich bin ins In Ziel fünf gekommen. Sekunden sogar. Ja, ich habe mein Frontspoiler kaputt gefahren. Also, da muss man sich hammerhart wieder dran gewöhnen, an Formel 1 fahren und du musst genau bremsen und Gas geben und bla 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 und so. Boah. Besonders, wenn Ja, man dann ist die schon Steuerung kaum noch mehr kennt. Steuerung. Ich habe Ein mir schreckliches die Leben. wichtigsten Sachen habe ich mir jetzt so eingestellt, dass ich. Oha, feuchte Bedingungen. Es passt doch perfekt genau zum Start der neuen Season von Formel 1. Oder den nächsten neuen Folgen von Formel 1 kommt ein Regenrennen. Regenreifen. Och, Oh mein nee, Gott. oder? Boah, Aber nee. ich glaube, im Regen ist das Lenkrad gar nicht so schlecht, weil man hat ja Force Feedback, wenn man rutscht, aber man kann das Lenkrad ja gerade halten mit Kraft. Das kann man ja beim Controller nicht, weißt du? Ich glaube, da ist es sogar ein Vorteil. Dann fliegt man nicht so schnell aus der Bahn. Okay, Insofern man wann das komme ich Lenkrad gerade rein? halten kann. Okay, beides Regenreifen geplant. Ja, das ist übrigens 50% Rennen, nur damit alle Bescheid wissen. So, ich bin mal auf die Strecke. Ja, das heißt, es wird ein ziemlich langes Rennen. Regenreifen nutzen Rennen. sich schneller ab, oder? Was? Ich weiß es nicht. Oder nee. Ja, ich hab Wenn keine es Ahnung. nass ist, dann halten die recht lange. Ja? Ja, aber man spürt irgendwie trotzdem kaum Grip. Weil feuchte Strecke ist Ja, halt kaum klar. Grip. Selbst mit Regenreifen. Ist ja logisch. Los, 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 ich will endlich fahren. Ich versuche einfach Ich heil weiß auch ins nicht, Ziel ob ich gekommen fahren will. und ohne Strafen. Ich werde gar nicht irgendwie versuchen, irgendwie krass zu fahren, sondern einfach nur fair, sauber und ordentlich.
Nicht so wie die Aber eine ganzen letzten Stunde Folgen. lang. Ja, eine Stunde lang. Könnte langweilig werden. Oh mein Gott, dann lass ich mir Oh, dieses diese Bild, Kamera Alter. so. Krass. Ach du Weißt du noch, Scheiße. mit Fettgemisch und so weiter? Ja, ich kann das gar nicht einstellen jetzt. Ich weiß nicht, wo das ist. Im Lenkrad. Kann ich gar nicht benutzen. Alter, ich sehe gar nichts mehr. Ja, ne, ist so. Wann muss man bremsen? Ich hab einen komplett rausgehauen, ne? Ich hab ihn komplett rausgehauen. Und ich hab keinen Frontspoiler mehr. Ach du Scheiße. Ich habe auch kein bisschen gesehen, wann man bremsen müsste. Ja, ich ramme die ja gerade. Das ist am besten so. Wo bist du denn gerade, bitte? Ich bin gerade 14. Ich habe extra vorne da richtig schön Abstand gelassen, damit ich da auf keinen Fall irgendeinen Unfall baue. Weil es nämlich heftig, man sieht nämlich echt gar nichts. Ja gut, Und dazu gerade bist den du nächsten absolut gesnackt. abgefahren. Quer gestanden. Der Zug ist bei mir absolut abgefahren, Mannchen. Maldonado vor mir. So, Thiele hat sich gedreht, weil er versucht hat, mich zu überholen. Nice. Alter, was mir gerade auffällt. Oh Mist, ich bin gerutscht und habe mir einen Frontspoiler angeknackst. Das ist natürlich super toll. Es sieht für mich gerade so aus, als könnte ich so nicht fahren. Also wirklich gar nicht. Die Bremse funktioniert kein bisschen. Ich bremse ab dem gelben Bereich und ich fahr viel zu weit. Also die Bremse ist irgendwie schwacher eingestellt oder so. Weiß das nicht. Oh, das ist richtig krank. Genauso wie die Lenken. Ja. Boah, die Kurve hasse ich hart. Diese eine, die richtig eng ist. Und das ist ein Regenrennen, Alter. Ja, das ist mies. Alter, wie ich die hart aufhalte, Alter. Naja, nee, ich muss echt sagen, ich kann nicht fahren. So. Das geht gar nicht. Oder ist jetzt noch 31 Runden? Ja, ich denke nicht. Ja, ich fahre gerade in die Box. Alles klar. Es sei denn, ich verfehle die Box, weil ich nicht bremsen kann. Ja, okay, nee, ich bin drin. Mal gucken, wie es mit dem neuen Frontspoiler ist, aber. Wenn das nicht klappt, beziehungsweise nicht besser ist, dann wird das, glaube ich, nichts. Am Fahrtcontroller. Kann das leider nicht im Game wechseln, richtig. Alles klar, schmeißt mich in der Kurve raus. Jo, läuft. Jo, läuft. Jetzt ist der Frontspoiler am Arsch. Ja? Jetzt bekomme ich sogar noch eine Strafe. Weil mir andere reinfahren. Supergeil. Ah, ich muss gerade feststellen, es lag tatsächlich am Frontspoiler, ne? Warum auch immer, dass das Bremsen beeinträchtigt. Aber es geht besser. Jetzt ist er komplett ab.
Jo, ich würde an der Stelle mal einen guten Neustart vorschlagen. Ja, finde ich auch gut. Okay. Also Session aufgeben. Jo, ich habe einfach Spiel beendet. Weiß eh nur starten muss wegen dem Controller. Ja, gut. Dann gehe ich in die Multiplayer-Session. Ja, so seht ihr mal, wie so ein hier sowas hier abläuft. So, gerade mal am Umbauen. Das Lenkrad mal schön beiseite. Naja, dann stelle ich das Spiel, das jetzige Rennen auf 25% ein, damit die Folge nicht allzu lang wird. Obwohl, ist mir egal, ich mache trotzdem 50% Das rein. Ding ist, ich glaube, Formel 1 ist so ein Spiel, da muss man sich ein bisschen Zeit nehmen und das auch richtig einstellen mit dem Lenkrad. Da kann man nicht einfach so drauf losspielen, fürchte ich mal. Weil die Lenkung auch ein bisschen komisch angestellt war. Dann gehe ich mal kurz nochmal in meinen F1 und stelle nochmal die Steuerung so um, dass ich die geiler finde. Fahrsteuerung. Das passt, passt, passt. Was hatte ich nicht auf? Passt. Alter. Oh shit. Mein Lenkrad rastet aus. Rastet einfach aus. Skip, bitte. Skip. Hast du die Lobby? Hallo? Alter, ich will keine Tastatur, ey. Hast du Lobby? Noch. Nee, nicht, nicht, nee, nee. Okay. Okay, Rückansicht mache ich Taste 5. Kehrs. Taste 2, das passt, das passt. Runterschalten brauche ich nicht. Muss ich irgendwie. Und passt jetzt. Ja, ich hoffe mal, dass ich nichts kaputt gemacht habe oder so. Chaos ist jetzt. Okay. Ja, jetzt sollte es klappen. Ansonsten ist mir egal. Nein. Okay. Multiplayer. Online. Benutzer-DVD-Spiel erstellen. Renndistanz 25, ja, naja, wir wollen Blitzqualifying haben. Zufällig, ja. Reduziert, ein, vollständig, ja, Kollision. Gesperrt, dann ist alles andere okay. Nur mit Einladung und Season erstellen. Und so geht das Shit. 14 Minuten und nur irgendein Müll. Aber es ist halt Formel 1. Formel 1 ist halt etwas Großes und das guckt man lange und dann freut man sich, weil es alle toll. Oder ich mache daraus einen Dreiteiler. Der Blockbuster am Freitag. Erster Teil, das Hoppen. Alles klar. Jetzt bloß noch die KI vergessen. Auf Ja, stimmt. fortgeschritten stellen und ja, ich Und denke, da habe ich alles gemacht. go. Und wir fahren in den Vereinigten Staaten. Aha. Okay. Och, die Strecke kann ich sogar ziemlich gut. Na, da weiß ich gerade, ich glaube gar nicht, was von das ist. Die hat aber eine richtig miese Anfangskurve. Mal Gut. schauen.
Da kommen wir zum richtigen Rennen. Nicht zu diesem einen Desaster am Anfang, Regenrennen und dann, nee. Jetzt kommen wir zum Grand Prix der USA. Ja. Hoher Top Speed, ja. Ich nehme das. Passt du mal? Eins nach rechts. Ja. In Austin. Glaube, ich kenne die Strecke gar nicht. Sieht mir gerade ein bisschen unbekannt aus. Echt schön, wieder die volle Kontrolle über seinen Wagen zu haben mit dem Controller. Kann man ganz ehrlich sagen. Fühlt man sich nicht mehr so hilflos. Vor allem fühle ich mich auch viel schneller jetzt. Oh, der ist nicht vergessen. Oh, jetzt habe ich mich vielleicht ein bisschen zu wenig Gas gegeben. Aber diese Runde, die sieht gut aus. Gerade immer noch lila Zeiten. Das könnte was Ja, du bist werden. an der Spitze, glaube ich. Geh dein Geist vor mir. Oh, jetzt bin ich in der letzten Kurve. Und Start und Zielgerade und Boom! Sauber, wir sind einfach vorne. Alles Ja, du klar. bist 2 Sekunden besser als die KI und ich bin 2 Sekunden besser als du. Ja, es ist Joa. auch teilweise unfair, weil die Strecke, die habe ich so oft geübt und boah, die ist hart. Ja, ich glaube, ich Da kenne die habe ich schon tatsächlich Vor nicht. da habe ich echt schon einen Vorteil auf der Strecke, aber da. Aber du kannst zum Beispiel bei Rhein besser fahren, mit so einer fiesen Kurve, die ich einfach immer nicht krieg. Aber der Trick Strecke ist so cool, wenn du mal über die Curbs fährst und relativ weit über die Curbs. Wird das nicht als Abkürzen gemacht, sondern es ist halt so, dass man darüber fahren soll, quasi. Interessant. Und deswegen finde ich das auch ziemlich cool. Man muss eigentlich kaum richtig, also bei den Highspeed-Dingern muss man eigentlich nicht so richtig so. Habe ich jetzt 25 oder 50% eingestellt? Ich hab keine 25. Ahnung mehr. Glaube, da stand 25 für. Ach Mann, ich wollte doch. Ja, ich habe Ja. 25%. Mann, ich hätte es doch umstellen sollen. Mist, egal. Ja, harte Weiche. Harte Weiche. Ja, ich mach. Ja. So. Raus. Aber die Hobby da. Bon. Und Kurven. So, jo, passt. Teamkollege Groman Glodjaw. Teamkollege Mein Kollege Lüsterdrix. Mark Webber. Gehört, wenn ich direkt wegramme am Anfang. Wer der Bessere gewinnt. Oh Mist.
Alter, nice. Das war schon ziemlich aggressiv abgeschnitten, ja. Uiu. Uiu. War eine leichte Berührung, oder? Ja. Bevor dass du das bist. Geh ich mal stark von aus. Ah, jetzt kriege ich die noch nicht. Oh, 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 oh. Ich hab die ganze Zeit ein bisschen Angst, dass du mir da hinten reinfährst, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, nee, nee. Das ist ein Kopf an Kopf von an Augen, an krasser Höhe. Das ist ja auf jeden Fall alles fair. Oh, die Kurve habe ich viel zu weit genommen. Oha! Das war knapp, das war richtig knapp. Ja, kommt da immer ab und zu mal über die Innen. Das reicht nicht zum Vorbeifahren. Dann ist auf jeden Fall von Anfang an interessant, finde ich. Ja, es gibt erst eine Runde 4, ne? Ja. Auf jeden Fall schon mal nicht schlecht für mich. Ich mag das irgendwie, die anderen Leute so ein bisschen aufzuhalten. In den Kurven. Oha. Ganz schön knapp hinter mir, oder? Die Dauer auf diese Pfeile. Irgendwohin sagen, ja. Hab ich mir schon gedacht. Ah, jetzt hab ich dich gekriegt. Yo! Schiebst dich einfach mal so vorbei, dass ich fies du sein bist. Oh. Let's curse. Was du kannst, kann ich auch. Aber eine leichte Berührung, das tut mir sehr leid. Dieser Strecke kann man ziemlich krass Kampflinie fahren. Das finde ich richtig genial an der Strecke. Oh! Das tut mir schon wieder leid. So immer so eine ganz kleine Berührung. Oh, jetzt die RS aktiviert. Shit, dann bin ich ganz nicht ins Rutschen gekommen gerade. Oh Mann, ich wollte dich eigentlich innen wieder nehmen. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Oh, das ist abkürzen. Oh shit. Ich hab mich gerade richtig weit rausgekommen. Ja, ich hab deswegen abgebremst, damit ich keine Verwarnung oder sowas bekomme. Ja. Boah, war das gerade nah. Wäre der Platz gewesen, hätte ich dich überholen können, aber da war kein Platz. Das ist auch das Gute, das ist kein Platz. Jetzt habe ich dir Essen. Oh shit. Da kommt er schon näher, ey. Das ist so krank, wenn man nee. So guckt. Oh, fast. Nee, jetzt noch nicht. Jetzt auch noch nicht, nein, immer noch nicht. Jetzt glaube ich, jetzt holst du weg oder so. Aber. Ja, jetzt bin ich etwas weiter rausgekommen. Aber es ist noch machbar.
Hast du DRS? Okay, hast du. Oder? Nee. Ah, nee, dann nicht. Sah grad kurz aus, du bist mega aufgehört. Ich hab grad auch versucht, mein ganzes Curse einzusetzen, um ehrlich zu sein, um von dir wegzukommen in dem Moment. Anscheinend halt nichts geklappt. Ja, ich war gerade die Runde noch auf Magegemisch. Ah. Jetzt habe ich eine, wie heißt das jetzt, kann ich eine Runde voll. Oh fuck. Voll Speed geben. Wow, hey, bist auf, du langsam. Am Anfang passiert's mir jedes Mal. Oh, das ist ein bisschen eng. Ne? Wow, du schiebst mich. Yo! Du bist halb in mich reingefallen, okay? Das war halb voll. Ja, ich hab dich noch Platz gelassen. Ja, ich lass dir auch Platz. Alles okay. Wow. Man hört nur das Rumpeln, Alter. Wehe, du bekommst jetzt CRS. Er ist doch eh dein, Junge. Nein, ist meins. Ja, nice, Junge. Hauptsache ich hole trotzdem kein bisschen Abstand. Holt's aber trotzdem locker auf. Alles klar. Oh, scheiße. Nicht die beste Kurve. Jawoll. Yo! Okay, das war jetzt ein bisschen vorbeigeschoben. Es wird immer aggressiver, Junge. Irgendwann schlagen wir jetzt noch, ey. Ja, Mann. Hey! Ey! Da kommt Wetter! Was soll denn das jetzt? Was soll das jetzt, Alter? Wir kämpfen zu viel miteinander. Das ist echt so. Wir können gar nicht fahren. Dräng Hamilton ab, Junge. Ich hol mir Web. Oh, scheiße, ich hab mir Curse so gar nicht eingesetzt. Und schon sind wir wieder beide vorbei. Mist, ich hab mein Dingsbums aufgebraucht. Echt? Dein gesamtes Curse jetzt schon? Ja. Das ist doch gar nicht so schlecht. Ja, diese Anfangskurve, die fuckt mich immer ab. Krieg ich nie so gut hin. Krieg ich mega gut hin. Ja, das merke ich schon, weil du mir da immer so nah kommst. Da hängst du mir quasi immer am Arsch. Oder schubst mich weg. Ich hab da wohl diesmal ein bisschen zu viel abgekürzt. Beziehungsweise zu viel. Na? Ja, DRS hast du sowieso. Bin jetzt gerade auch auf Fett gemischt. Hast du safe? Das ist safe. Oha. Oh, scheiße. Alter. Junge, Junge, Junge. Alter, schon wieder was in und konntest es vorbeiziehen, Alter. Meine Fresse. Das ist mega spannend, dieses Duell. Das haben wir noch nie gehabt, Alter. Alter. Na, ich komme auch nicht hier nicht vorbei, weil du verteidigst gut. Das ist unglaublich. Ja, danke sehr. Du machst gut Druck, Junge. Ujo, alles klar. So, jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich kassiert. Aber gleich gibt schon Boxenstopp. Ja, also ich muss diese Runde rein. Und du? Habe ich auch geplant, ne? Steht so auf meinem Zettel. Steht auf meinem Fahrplan. Oh, wie ich bei dieser Doppelkurve, also dieser Anfangskurven, richtig viel Zeit raushole. Ja, das ist immer noch richtig extrem. Kann ich echt nicht wirklich gut hören. Und die Kurve habe ich auch gerade verkackt, scheiße. Nicht so geil. Ah, ich glaube, ich bekomme genügend Zeit raus für einen Boxenstopp. Damit ich zumindest vor dir bleibe und ich im Boxenstopp erholt werde. Da habe ich glaube ich. Obwohl, nee.
Aber es könnte knapp werden. Ja, ich glaube auch. Kommt es dann auch so ein bisschen auf das Boxenteam an, was man hat. Oh, verkackt. Wer ist jetzt direkt... Ich hab mir F1's Böller angehauen, ne, oder? Ja, du bist doch jetzt eh gewechselt, wenn du drin bist, oder? Ja, aber ich hab mir... Das sind 2 Sekunden. Die 2 Sekunden werden dir garantiert so... Ach so, ja, stimmt ja, du musst ja gewechselt werden. Ja, ist halt... Oh, also das Ding ist, du musst bei der Einfahrt aufpassen, die ist richtig fies. Ja, ich wollte rein, ne? Ich bin nicht reingefahren, also. Ich wollte rein, hab ein bisschen abgebremst, hab gesehen, oh fuck, ich krieg die Kurve kein Stück, ich würde voll dagegen rasen und bin dann weiter auf der Strecke geblieben. Das hätte ich am besten aufmachen sollen. Boah, ich hab's voll vergessen, wie fies diese Boxengasse ist, Alter. Aber das Ding ist, du hast mir auch voll den Druck gemacht, weil du auch so schnell da reingefahren bist. Ich dachte mir dann so, oh fuck, ich kann jetzt nicht abbremsen, ne? Ich muss den ja kriegen in der Box. Oder kurz dann zumindest dahinter bleiben, halt, das ist das Wichtige. Jetzt habe ich den nächsten vor mir, aber es ist sowas von langsam. Ich darf mir keine Strafe einhandeln, das wäre jetzt fatal. Hey, der sagt mir gerade, mein Hintermann hat neuere Reifen. Als ob der in der Box war. Kann gar nicht sein. Lol, Gutierrez ist gerade genauso schnell wie ich. Alles klar. So ein Dreck, ey. Die harten Reifen sind so mies. Echt? Ich hab früher mal gesagt, die harten finde ich besser als die weichen, das weiß ich nicht. Deswegen freue ich mich gerade so ein bisschen drauf. Aber vielleicht hat sich das ja geändert. Ja, vielleicht hat sich das Gefühl jetzt ja verändert. Oder vielleicht hat sich das Gefühl einfach nur deswegen verändert, weil wir gerade kein langes Rennen fahren, sondern so ein relativ kurzes. Jo, ich bin jetzt in der Box. Oh, nee, das kann ich vergessen. Du wirst vor mir bleiben. Das hole ich nicht auf, nee. 3,1 Sekunden. 3,2. Das ist ja vielleicht doch nochmal ein spannendes Duell. Außer du bist das, der gerade vorbeizieht. Ja, das bist du. Oh mein Gott, Alter, als ob. Aber Weber ist unendlich weit vorne. Ja, der war noch nicht in der Box, man ist alles safe. Ups, war aber nicht so geil. Da war so eine blöde Fliege an meinem Monitor, Alter. Das geht gar nicht. Jo! Alles klar, mein Führer. Man muss richtig zumachen, ne? Ich hab richtig Angst vor dir, Alter. Das Gefühl, ich muss immer die Innen zumachen, weil du sonst direkt da durchkommst. Alter, wie du mich einfach immer kriegst, ne? Ja, gerade eben, ich hab diese ersten Kurven gerade richtig gut gefahren zur Abwechslung mal. Also ich glaube, ich hab da sogar Zeit eingeholt. Und dann noch mit ein bisschen Curse habe ich dich dann eingeholt, damit ich DS bekommen habe und dann voll dran vorbeigezogen. Die Frage, ob er DS bekommen. Ich fürchte schon.
Ich hab DRS, yes. Jo, hat er. Aber das lang nicht so schnell wie ich. Da die Runde davor einiges krass. Oh mein Gott, die Kurve ist so scheiße gewesen. Jawoll! Da war ich ganz schön unter Druck in der Kurve. Oh nee. Oh, du aber auch, du aber auch. Nee, du gehst in und man da sollte nicht so einfach zumachen, so. Ab ins Kiesbett mit dir. Hast du mich rausgeschoben? Shit, ich hab ne Strafe bekommen. Ja, das haben wir mich auch hoffen, Alter. Kollision verschuldet, yo, läuft. Junge, ich konnte einfach nicht mehr lenken. Ich will nach links lenken, es geht nicht. Also wenn ich dich trotzdem noch kriege, ne, dann kannst du dich mal schämen gehen. Strafe und trotzdem den Platz verloren. Mann. Ich hab der... Oh mein Alter. Zu nice. Wo benutzt du gerade dein ganzes Curse? Anders? Nee, ich hab noch Curse. Aber du hast eine Menge benutzt. Das ist ganz schön schnell gewesen. Ich fahr jetzt gerade auf Fettgemisch. Ah, okay, das auch nicht. Oh Mann, das wird immer brutaler. Was zum Teufel? Ja, du hast eh DRS. Von daher war das vielleicht gar nicht mal so schlau, dich zu überholen an der Stelle. Hätten wir doch das DRS irgendwo snacken können. Aber egal, alles ist safe. Alles ist okay. So, jetzt mit Fettgemisch fahre ich an die vorbei. Machst du das, ne? Yo, mach einfach zu. Ja. Er bleibt einfach voll liegen, ey. Das wird gar nicht beschleunigen können. Oh, das wird noch richtig spannend, Alter. Oh, ich hab den Vorteil, dass du die Strafe hast. 10 Sekunden, ne? Ja, 10 Sekunden. Also, das ist schon ein großer Vorteil. Also auf der Rangliste wirst du auf jeden Fall vor mir auftauchen. Ich glaube nicht, dass ich in 10 Sekunden gegen dich rausfahren kann. Besonders ja, mit diesen zerstörten Reifen, Alter. Echt? Ich nehme dich so hart ran, Alter. Ich quäl die Reifen um jede Kurve. Ich kann mir vorstellen, so aggressiv wie du die ganze Zeit bist irgendwie. Ganze Zeit hart am Limit irgendwie. Ja, mittlerweile echt. Oh shit, das war mal wieder eine schlechte Kurve hier. Immer wieder ein bisschen Zeit geben, aufzurücken. Guck, okay, bin ich schon wieder. Oh, und tschüss. Yo! Ja! Alter, was passiert hier? Alter! Yo! Oh mein Gott, es gibt keine Strafe! Keine Strafe, Alter! Ja, aber für mich, ja klar! Oh mein Gott, ey! Krass! Also, das war jetzt echt übel, Mann! Das tut mir leid! Ey, was wärst du so aggressiv? Einfach mich mehr rein, Alter, ne? Hä, wo war ich? Ja, jetzt bekomme ich Strafe 3. Ich die Strafe bekommen. Ja, Junge, ohne Witz. Hey. Du hast dich von der Straße abgedrängt schon mal. Fährst in mich rein? Und bekommst keine Strafe? Das ist doch. Ey, ja, du, da bist du noch Erster? Nicht. Ja, ja. Er drängst mich direkt weg von der. Drängst mich direkt so voll krass weg von der Straße, Alter. Das kriegst du zurück, Alter. Ja, aber nach vielleicht. Dem Crash warst du ja nicht direkt gedreht, weißt du? Deswegen gab es, glaube ich, keine Strafe. Ich denke mal, der erkennt das erst, wenn man halt man berührt und dann direkt der sich dreht oder sowas. Und dann eine Strafe bekommt, aber das war ja einfach absolut nicht der Fall.
Und disqualifiziert. Ja? Ja. Hast du gemacht? Ja, ich habe auch plötzlich durch deinen Dreher die ganze Zeit Strafen bekommen. Was? Was sollte das, Junge? Du hast Strafen bekommen. Ja, die ganze Zeit. Okay, jetzt gerade eben habe ich einmal abgekürzt, aber ey, trotzdem. Ah, wie geil. Voll fies fährst du. Ist alles okay. Normalerweise erwarte ich das von mir. Das ist ein gutes Duell, ganz ehrlich, Mann. Ja, bis du mir dann einfach reinfährst und mir die ganze Zeit Strafen gibst, und dann können wir nicht mehr zu Ende fahren. Ey, wir waren am Anfang so fair und dann später bist du mir rein. Ich schwöre, du hast angefangen, unfair zu fahren. Nee, du hast angefangen. Du hast sowas von angefangen. Nee. Ich habe ein kleines, ab und zu mal aus Versehen dein Hinterteil berührt. Und das wollte ich wirklich nicht. Das war echt aus Versehen. Und dann hast du irgendwann angefangen, mich zu rammen, Alter. Weiß ich ganz genau. Das ist Karma. Einmal habe ich mich verbremst. Aber ich habe ihn rausgezogen. Ich finde ja, wie gesagt, immer noch, das war ein mega geiles Duell. Bist du jetzt noch am Fahren? Ja. Noch zwei Runden. Okay. Boah, voll fies. Warum kann ich nicht jetzt noch mitfahren? Du bist voll gemein, Alter. Ja, wir werden schnell zur Runde gehen. Kann ich nochmal fett gemischt fahren? Ich war das ganze Rennen auf Standard. Das ist voll entspannt auf einmal, wenn man dich nicht mehr im Nacken hat. Das ist aber so stressig, Junge. Immer aufpassen, dass man keine Fehler macht. Jetzt ist alles easy. Oh Mann, ey. Das werde ich mir auf jeden Fall nochmal aus deiner Sicht angucken, Alter. Das muss sein. Boah, bist du unfair gefahren. Halt's auf, ey. Ja, ich bremse dann und du fährst einfach voll in mir rein. Junge, dann versuche ich irgendwie vorwärts zu fahren. Das war nach der Kurve, das war nach der Kurve. Warum bremst du denn auch? Das war auf der Geraden. Wir sind gerade aus der Kurve rausgefahren. Du ich habe Vollgas gegeben und dann sind meine Reifen durchgedreht und du rammst mich dann einfach und dann bleiben wir da stecken. Es ist doch... Wenn du mich nicht vorbeilässt, hallo? Im Ernst? Oh, Strecke macht Bock. Ey, lass gleich noch eine Runde fahren. Jo, eine geht noch, würde ich sagen. Nochmal USA, ey. Und dabei wollte ich eigentlich sauber und ordentlich fahren. Bis auf den einen Verbremser, wo ich dich dann auch noch ein bisschen rausgeschoben habe. Ich hab's mir schon und danach hast du mich einfach voll in die reingeremmt, Alter. Und plötzlich prasslich Strafen. Ein paar Runden war es mir eigentlich schon fast klar, dass das nichts wird, Alter, weil wir immer aggressiver gefahren sind. Immer der eine hat dann auf einmal so die Innen einfach so voll ausgenutzt, dann kam der andere natürlich auch, hat das auch gemacht und dann wurde immer mehr gerammt. Irgendwann eskaliert. Ja, besonders du, ich bin gerade vor dir und du so, nö, puff, weg mit dem. Was? Ja, ich hab ja auch. Was hältst du, dass du nicht Strafen bekommst, ne? Vor der Geraden. Du bist echt geschickt da drin. Ich hab hier auch extra abgebremst vorher, damit ich das DRS bekomme. Ich hab keinen Bock, dass du dann direkt wieder an mir vorbeiziehst, weißt du? Weil du warst so nah an mir dran, du hättest das DRS gehabt und wärst dann direkt schon am Anfang der Geraden an mir vorbei. Deswegen hab ich gedacht, ja gut, dann kann ich eh ein bisschen langsamer sein, dass ich das kriege. Und es ist auch aufgegangen. So, gleich ist der Rennen vorbei. 5 Sekunden noch Weber wieder reingeholt in den letzten 3 Runden. Aber ich glaube, wir müssen die KI mal schwieriger einstellen. Sonst wird das wieder nur ein Duell zwischen uns beiden. Dann stelle ich die gleich, machen wir gleich einfach weiterhin USA. Nochmal USA-Duell. Und stellen die KI aber auf Profi. Jo, machen wir. So, fertig. Ja, toll. Ja, ich hatte jetzt ungefähr 10 Sekunden. Ich würde mal sagen, ich hätte dich überholt und hätte wahrscheinlich 2 Sekunden rausfahren können. Ich wäre. Ja. Fünfter hätte werden können.
Ah, ich Hättest du weiß mich nicht nicht. so weggekickt, Alter. Ich weiß nicht, wie das Duell ausgegangen wäre. Und an der Stelle hätte ich dich jetzt nicht weggekickt, dann hätte ich dich überholt. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, weil ich war echt schnell. Aber dann hättest du mich wahrscheinlich wieder überholt, dann hätte ich dich wieder überholt. Ja gut, Diese das war's. Endlosschleife. Das war Battle Nummer 1 in the USA. Und im Anschluss folgt dann das zweite Battle. Wo wir uns richtig auf die Fresse geben, noch heftiger als im Jetzt aufs vorherigen. Maul, Junge. So richtig aufs Maul, ich schau dir voll weg von der Strecke. Aber erstmal hier Jawohl. kalibere Einstellungen. Nee. Alle Kaffeefahrer entfernen. Freies als Film mit Profi, so. Und damit verabschiede ich mich von dieser Folge und dann bleibt dran bis zur nächsten Folge, denn die wird auch spektakulär. Jo.